sich gezeigt, dass wir eigentlich noch ganz gut im Saft stehen. Dass uns die Pause gut getan hat, habe ich so den Eindruck gehabt, dass wir uns aber auch wieder schnell gefunden haben im Training. Und das haben jetzt auch die Ergebnisse, finde ich, von den zwei Testspielen auch gezeigt. Spielvorbereitung jetzt auf Bietigheim. Ich denke, es geht jetzt für uns direkt wieder weiter, dass wir sofort wieder die Punkte holen wollen. Und es hat auch, ich finde so Testspiele sind zwar schön und gut, aber wissen wir ja alle, dass es eine andere Standortbestimmung dann sein wird dann am nächsten Dienstag. Ich muss immer noch an das Spiel in der Egetrans Arena zurückdenken, wo unsere Fans dafür für Ruhe gesorgt haben in der Halle und da eine gute Stimmung gemacht haben. Die werden uns jetzt leider fehlen, aber Vollgas in das Spiel reingehen und alles reinwerfen, so wie wir es auch in der Hinrunde auch gut gemacht haben jetzt gegen Ende hin, weil wir uns jeden Tag in der Halle sowas von dermaßen den Hintern aufreißen und ich glaube, keiner schont sich bei uns. Das ist ganz arg wichtig und ich finde, wir haben jetzt nochmal noch mehr zusammengefunden und wir wollen zeigen, dass man auch gut aus einer Pause rausstarten kann, nicht wie in der ersten Vorbereitung jetzt vor der Saison. Da hatten wir auch gute Testspiele und irgendwie war es dann nicht so ganz gut am Anfang. Deswegen wollen wir uns das auch selber beweisen, dass wir da auch den Trend beibehalten können jetzt.